Also meine große Überzeugung ist wirklich, dass Transkribieren der absolute Shit ist. Also was raushören und versuchen zu verstehen, indem man das in Notenschrift aufschreibt oder versucht, das jemandem beizubringen, ist auch total gut. Also mache ich ja schon eine ganze Weile so. Das hat mir viel gebracht. Ja. Ja, genau. Aber was raushören, das ist ja nun wirklich unglaublich schwer. Also bis man auf bis man auf diesen Punkt kommt, dass man überhaupt hört, welcher Ton das ist, klar, man kann dann ausprobieren, das ist der ungefähr. Aber ich kriege zum Beispiel, ich habe das nie versucht, weil ich irgendwie immer ein hier, wie heißt das Ding da oben, womit man die Töne, Stimmgerät. Stimmgerät, weil ich immer das Ding, womit man stimmt, wie heißt es sogar? Das Gerät, womit man stimmt, was? Ich versuche es ja nicht mal, ne? Also ich versuche nicht mal die Töne rauszuhören, weil das geht halt schnell und einfach und ich habe auch einfach keine Lust dazu, mich hier ewig hinzusetzen und zu gucken und zu drehen. Aber es hilft natürlich ungemein, wenn man es könnte, ne? Also wenn man zumindest, dann fängt man ja an, das Gehör so wenigstens einigermaßen dran zu schulen. Ja, sonst macht man das ja einfach gar nicht. Ja. Man hört vielleicht noch, ob es verstimmt ist, aber das war es dann ja Ja, auch eigentlich. für mich war die große Schwierigkeit auch dahingehend den Einstieg zu finden, ne? Weil du kannst natürlich nicht mit so mal Jamiroquai-Songs anfangen. Also hast noch nie einen Song gehört und dann nimmst du dir so ein Ding vor, das geht natürlich überhaupt gar nicht. Und das Beste ist eigentlich, überhaupt erstmal singen zu üben. Also erstmal überhaupt Töne treffen, wie auch immer. Mit seinem Gesang. Ich meine, ich singe unheimlich viel und unheimlich gerne zu Hause irgendeinen Quatsch einfach, irgendwelche Bananenlieder, die mir so einfangen, singe meinen Kindern irgendwelche Quatschlieder vor und so. Und mir macht Singen unheimlich Spaß und ich treffe auch einigermaßen die Töne, die ich treffen will. Und durchs ganze Musiker sein und Bass spielen und so, kann ich dann halt auch die Töne singen, die ich irgendwo höre. Keine Ahnung, dann machst du das Radio an, da singt, ach, jetzt irgendein Song, der nicht scheiße ist. Fällt mir keiner ein. Okay, nehmen wir einen Song, der scheiße ist. Das ist White Christmas. Ne, Last Christmas, Last Christmas. Und dann singst du das halt nach, weil du irgendwie den Ohrwurm hast und das zum 10. Mal im Kaufhaus gehört hast. Last Christmas, ba, ba, bu. Und dann spielst du es auf dem Bass hinterher. Sing noch mal den Ton nach. La. La, Genau, du auch einmal. la, La. la. Ne, Olga war zu hoch. La. Das ist ein Dora. La. Spiel mal G und sing den dazu. La. Da hast du ihn schon. Genau, und also wenn du erstmal, du hörst einen Ton und kannst den singen, das ist Schritt 1. Schritt 2 ist, du kannst den gesungenen Ton auf dem Bass wiederfinden. Das ist eigentlich noch schwerer. Ja, und dann hast du eigentlich alles, was du brauchst. Mehr gibt es ja nicht. Das heißt, du machst einen Song an, dann spielt da einer einen Ton, du machst dir das schön langsam, machst es in kleine Teile, dann spielt er einen Ton. Und dann hörst du, hörst erstmal, singst. Ba, ba. Wo war der? Oh, jetzt habe ich einen Diss gesungen. Ba. Ja, und da hast du ihn. Genau, und so machst du es dann für jeden Ton. Aber das ist natürlich, ja, ist natürlich viel am Anfang. Anstrengend, schwierig, kompliziert. Deshalb fang einfach mit Singen an.